Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich mich mal wieder mit jemandem über unsere alternative Zahnpflege unterhalten. Und als das Wort Birkenzucker fiel, bekam ich doch ganz erstaunte, ja fast entsetzte Blicke und die Frage, oder die Fragen, ja wie kann das denn sein? Wie könnt ihr euch denn mit Zucker die Zähne putzen? Zucker ist doch schädlich für die Zähne. Seit 4-5 Jahren putze ich meine Zähne nur noch mit alternativen Zahnpflegeprodukten, entweder selbst gemacht oder gekauft. Das habe ich hier auch auf meinem Kanal schon regelmäßig dokumentiert, auch verschiedene Rezepte zu selbstgemachten Zahnpflegepasten. Bei mir war das so, ich habe mich ja zuerst mit natürlicher Ernährung beschäftigt, weg von der Industriekost hin zur Frischkost und habe dann nach und nach auch bestimmte Dinge in meinem Alltag hinterfragt. Die Zahnpflege, Körperpflege, Haarpflege. Das habe ich auch hier auf meinem Kanal schon dokumentiert. Und seit ein paar Jahren putzen meine Jungs auch und ich uns eben die Zähne mit selbstgemachter Zahnpasta, also vorwiegend selbstgemachten Zahnpasten. Habt ihr euch schon mal die Zutatenliste eurer gekauften Zahnpasta angeschaut? Wusstet ihr, dass wir über die Mundschleimhaut verschiedene Stoffe, die eben in den Zahnpasten enthalten sein können, aufnehmen? Folgende Stoffe können in Zahnpasten enthalten sein, die in unserem Körper nicht zu suchen haben. Zum Beispiel Fluoride und künstliche Aromen. Triclosan, das ist ein chemisches Desinfektions- und Konservierungsmittel. Natriumlauryl-Sulfid, ein Tensid, welches als allergieauslösend und hautreizend wirken kann. Abrasiva, Schleifmittel, die den Zahnschmelz schädigen können. Parabene, künstliche Konservierungsstoffe, auf die allergisch reagiert werden kann. Polyethylenglykole, Emulgatoren, die die Schleimhaut durchlässiger machen. Und zum Beispiel künstliche Süßstoffe. Das hört sich alles nicht so vertrauenserweckend an, das möchte man nicht wirklich in seinem Körper haben. Und bei mir war es so, je mehr ich mich natürlich ernährt habe, umso mehr wollte ich auch meinen Körper, meine Haare, meine Haut, meine Zähne natürlicher pflegen. Und die Hauptzutaten unserer selbstgemachten Zahnpasta sind Kokosöl und Birkenzucker. Und das sind sozusagen ja eigentlich auch Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann. Also wenn wir uns jetzt eine alternative Zahnpflege aus Kokosöl und Birkenzucker herstellen, dann haben wir eine Zahnpasta, die wir sozusagen essen können. Wenn wir ein paar Minuten mit dieser selbstgemachten Zahnpasta uns die Zähne putzen, dann ist es nicht so problematisch, wenn Kokosöl oder Birkenzucker über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Was ist denn eigentlich Birkenzucker, Xylitol oder Xylit? Das ist ein Zuckeralkohol, der in kleinen Mengen auch in Himbeeren, Mais, Getreide, aber auch in der Rinde von Laubbäumen vorkommt. Birkenzucker soll nachweislich den Zähnen nicht schaden, weil die Kariesbakterien diesen Zucker nicht verstoffwechseln können. Dieser Zuckeraustauschstoff fördert außerdem die Mineralisierung der Zahnhartsubstanz. Die Wirkung von Xylitol ist in Fachkreisen schon seit über 30 Jahren bekannt. Es gibt auch eine sehr interessante Studie, ich glaube aus Schweden, mit Kindern, die auch sehr erhellend ist, sehr augenöffnend, wenn man sich mit dem Thema Birkenzucker und Zahngesundheit beschäftigt. Ich verlinke euch die Studie unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Achtet bitte beim Kauf von Birkenzucker auf gute Qualität, dass keine chemischen Zusätze enthalten sind, dass er wirklich auch gentechnikfrei ist und am besten aus Birken bzw. aus Laubbäumen gewonnen wird. Ich verlinke euch auch den Birkenzucker, den wir verwenden, unter diesem Video. Die zweite Hauptzutat unserer selbstgemachten Zahnpasta ist Kokosöl. Kokosöl soll gegen Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten wirken. Die im Kokosöl enthaltene mittelkettige Fettsäure Laurin sorgt auf natürlicher Weise für eine gesunde Mundflora. Studien haben gezeigt, dass Kokosöl nicht die gesundheitsförderlichen Bakterien angreift. Ich achte bei unserem Kokosöl für die Zahnpflege darauf, dass es ein naturbelassenes, kaltgepresstes Bio-Kokosöl ist. Ich verlinke euch das Kokosöl, welches wir für unsere Zahnpasten verwenden, unter diesem Video. Als nächstes zeige ich euch, wie wir unsere ganz einfache, natürliche Zahnpflege herstellen. Für unsere alternative Zahnpflege benötigen wir zwei Hauptzutaten. Hier links in der Schüssel seht ihr 8 Esslöffel flüssiges
Kokosöl, das habe ich gerade in einem warmen Wasserbad erwärmt. Jetzt bei der aktuellen Temperatur ist bei uns das Kokosöl fest und durch ein warmes Wasserbad wird es ganz schnell flüssig. Das ist eine der Hauptzutaten. Die andere Hauptzutat ist Birkenzucker, Xylitol bzw. auch Xylit. Das sind ca. 3 Teelöffel. Also ich verwende verschiedene Mengen an Birkenzucker. Manchmal nehme ich für diese Menge an Kokosöl nur 1 Teelöffel Birkenzucker, manchmal 2, manchmal 3, manchmal 4. Also das ist ganz individuell, je nachdem wie süß man diese alternative Zahnpflege mag. Und diesen Birkenzucker mahle ich meistens nochmal ganz fein. Und diese beiden Zutaten vermische ich jetzt gründlich mit einem Löffel, sodass eine homogene Masse entsteht. Fertig ist die alternative Zahnpflege. Zu dieser alternativen Zahnpasta gebe ich auch gern noch immer etwas ätherisches Öl, also reines ätherisches Öl, meistens entweder Orangenöl oder Pfefferminzöl. Und ich gebe jetzt hier noch einen Tropfen auf die angegebenen Mengen an Kokosöl und Birkenzucker. Die alternative Zahnpflege füllen wir immer in kleine Schraubgläser und stellen diese ins Badezimmer. Das Geniale an unserer Zahnpasta ist auch, dass wir aus unserer Zahnpasta Schokolade herstellen können, indem wir einfach ein oder zwei Zutaten hinzufügen. Für die Schokolade gebe ich jetzt einfach zu diesem Zahnpasta-Rezept eine Zutat hinzu, beziehungsweise habe ich mich aktuell für 2 entschieden. Hier in diesem Schälchen seht ihr Kakaopulver und Karopulver. Karopulver wird so ein bisschen als Alternative gesehen zum Kakao. Der Unterschied, Karop schmeckt nicht so bitter, ist theobrominfrei. Theobromin wirkt ja anregend und kann eben auch so ähnlich wie Kakao verwendet werden. Also ihr könnt entweder eine Mischung aus beidem nehmen, nur Karop oder nur Kakaopulver. Und diese Pulver gebe ich jetzt mit hier zu dieser Kokosöl-Birkenzucker-Mischung und verrühre alles gründlich zu einer homogenen Masse. Und diese Schokoladenmasse fülle ich jetzt hier in meine Silikonförmchen. Ich habe einmal Eulenformen und einmal kleine Schokoladentäfelchen. Für das Erkalten der Schokolade ist es am besten, diese in den Kühlschrank zu stellen oder sogar in das Tiefkühlfach. Je schneller die Schokolade erhärtet, umso besser bleibt die Schokolade durchmischt. Fertig ist die Schokolade, hergestellt aus unserer alternativen Zahnpasta und Kakao- und Karopulver. Das ist ein sehr einfaches Rezept für selbstgemachte Schokolade. Es gibt viel raffiniertere und bessere Rezepte für selbstgemachte Schokolade. Ich persönlich stelle Schokolade auch ein wenig anders her, mehr mit Kakaomasse oder Nussmusen oder auch Vanillepulver oder verschiedene Gewürze. Dieses Rezept soll einfach nur verdeutlichen, wie natürlich unsere selbstgemachte Zahnpasta aus Birkenzucker und Kokosöl ist. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir Birkenzucker in unserer Ernährung kaum verwenden, wirklich eher für die Zahnpflege. Und ich möchte hier noch einen ganz deutlichen Hinweis geben, Birkenzucker kann für Hunde tödlich sein. Also Vorsicht, wenn ihr einen Hund habt, bewahrt Birkenzucker oder selbstgemachte Zahnpasta mit Birkenzucker oder auch Zahnkristalle. Es gibt ja auch Zahnkristalle aus Birkenzucker, die meine Jungs auch jeden Abend regelmäßig nach dem Zahnputzen zu sich nehmen. Also bewahrt solche Birkenzuckerprodukte weit weg von euren Hunden auf. Ihr seht, wir verwenden eine wunderbare, selbstgemachte, natürliche Zahnpasta aus 2 Hauptzutaten plus einer dritten, wenn wir noch ätherische Öle hinzufügen. Und unsere Zahnpasta ist so gesund und unproblematisch für unseren Organismus, dass wir aus unserer Zahnpasta auch eine Schokolade herstellen können, wenn wir noch Kakao oder Karob oder beides hinzufügen. Seit ein paar Wochen testen meine Kinder ein Kinderzahnpulver und kürzlich, als sie am Abend ihre Zähne geputzt haben, war ich mal mit der Kamera dabei. Hier seht ihr verschiedene Zahnpasten, die wir selber gemacht haben, beziehungsweise ein Zahnpulver, welches meine Jungs aktuell testen. Hier rechts die helle, die weiße Zahnpasta ist selbst gemacht aus Kokosöl und gemahlenem Birkenzucker.
Hier in der Mitte befindet sich eine selbstgemachte Zahnpasta aus Kokosöl und Kurkuma. Und das ist das Zahnpulver von Lebenskraft pur. Und das besteht aus 4 Zutaten, die man theoretisch auch essen kann. Ja, wo steht das? Silas, lies mal vor, aus welchen Zutaten besteht diese Zahnpasta? Einmal aus Xylit, aus... Also Birkenzucker aus Xylit. Finnischer Birkenrinde, original Rügener Heilkreide, Bio-Ackerschachtelhalmpulver, Bio-Orangenöl, ätherisches Öl, das war's, genau. Ja, und Aufbewährung. Du hast die 4 Zutaten schon vorgelesen. Achso, nur 4 Zutaten? Ja, das sind 4 Zutaten. Also Birkenzucker, Ackerschachtelhalm, Rügener Heilkreide und ein ätherisches Öl. Also das sind alles Zahnpasten bzw. Zahnpulver, die man auch essen kann und mit denen man ruhigen Gewissens wirklich auch die Zähne putzen kann. So Jungs, ihr seid dran mit Zähneputzen. Was wählt ihr heute? Zahnpasta oder Zahnpulver? Simon, wie machst du das? Ich glaube, der Tafel geht sie, weil ich komme nicht hoch. Simon, wie machst du das? Du machst auf den Deckel ein bisschen Zahnpulver. Dann machst du die Zahnbürste nass. Okay. Also am Anfang hast du ja immer das Zahnpulver auf die Zahnbürste so draufgeschüttet, aber da ist mal viel daneben gegangen, ne? Da hast du dir das jetzt so überlegt, dass du das einfach über den Deckel machst. Silas, welche Zahnpasta wählst du heute? Ich will die gleiche. Nimmst du auch dein Zahnpulver? Simon, wo ist der Deckel dafür? Wieso kaufst du auf den Deckel rum? Machst du es auch wie Simon, okay? Simon, es halt immer noch viel daneben geht. Ihr seht, meine Kinder sind begeistert von ihrem Zahnpulver. Dieses Zahnpulver ist auch sehr praktisch auf Reisen oder wenn meine Jungs zu ihrem Papa gehen. Früher hatten wir dann immer so ein Glas mit dieser Kokosöl-Birkenzucker-Zahnpasta dabei. Im Winter mag es gehen, aber gerade bei wärmeren Temperaturen kann ja das Kokosöl schmelzen. Und wenn der Deckel dann richtig zugedreht ist, dann gibt es eine fettige Sauerei. Und mit dem Zahnpulver ist das ganz praktisch. Das werden wir jetzt in Zukunft auch auf alle Fälle mit auf Reisen nehmen. Wer sich für das Zahnpulver interessiert, ich verlinke euch dieses Zahnpulver unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Aktuell teste ich eine gekaufte Zahnpasta aus natürlichen Zutaten. Die werden in so kleinen Gläschen verkauft. Für wen jetzt das Zahnpulver nichts ist, es gibt ja auch Zahnpulver für Erwachsene bei Lebenskraft pur. Oder wer sich jetzt auch die Zahnpasta nicht selber zusammenmischen möchte, dann wäre das vielleicht ein guter Tipp für eine natürliche Zahnpflege. Unser lieber Mitbewohner, der Henry, hat sich das zum Testen bestellt und hat mir ein Glas abgegeben. Und ich zeige euch mal jetzt hier die Inhaltsstoffe. Xylit, also Birkenzucker, Kokosöl, Sangu-Calcium-Magnesium 2:1, Kurkuma, Ingwer, kolloidales Silizium, Vitamin C, D3 und K2 und Minzheilöl. Und hier hinten? Auf der Unterseite, für Kinder ab 3 Jahren geeignet und jetzt darf bedenkenlos verschluckt werden. Das kann man ja von konventioneller Zahnpasta nicht behaupten. Wer sich für das Zahngold interessiert, das kann man bei der Druidenküche bestellen. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Hier noch einen kleinen Blick in das Gläschen. So sieht das Zahngold aus. Das soll am besten kühl aufbewahrt werden, vor allem im Sommer. Also stelle ich das meistens in den Kühlschrank. Ich hoffe, euch haben die Informationen, die Inspirationen in diesem Video gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Video. Wie putzt ihr aktuell eure Zähne? Ich bin sehr interessiert an Erfahrungsberichten und an eurer Meinung. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen.
Bis ganz bald.